So. Aber ich wollte halt direkt mal alles mitnehmen, dann haben wir einfach alles dabei. Und dann können wir in Massen verarbeiten, alles wieder raushauen, was wir haben. Und dann vielleicht sogar noch ein Level erreichen, damit wir noch ein bisschen was machen können. So, und dann schleichen wir uns jetzt zur Schmiede. Und schluffen jetzt dahin. So, dann gehen wir erstmal hier ans Gerbgestell. Und machen Leder. Leder. Ja. Ja. Ach, da ist noch eins. Schneebärenpelz gibt immer 4 Leder. Höhlenbärenpelz auch. Und damit haben wir jetzt wieder ganz viel Leder. Und zwar 82 Stück. Aber Lederstreifen haben wir auch noch genug. Deswegen können wir hier erstmal wieder weg. Wir brauchen ja von allem etwas. Und können... Ah nein. Moment. Wir müssen erstmal hinten zur Schmelze. Oder zur Schmelzhütte. Denn wir können ja hier noch ein bisschen was verarbeiten. Was können wir denn hier machen? Stahlbarren kostet Korundumerz. Korundumbarren. Okay, machen wir mal 4 Stahlbarren. Veredelter Malachit. So, dann Silberbarren, Urikalkumbarren, Eisenbarren. Boah, das ist echt ätzend, dass man hier immer einzeln draufklicken muss. Und dann haben wir da noch ein bisschen was. So. Und jetzt können wir zur Schmiede gehen, um zu verarbeiten. Und gucken mal, was wir hier so machen können. Ob da jetzt was dazugekommen ist. Pelz, das sieht noch nach dem alten aus. Das sieht auch noch. Obwohl. Ja doch, das sind noch alte Sachen. Kaiserlich. Ist schade, dass man da nichts zu findet. Vielleicht hängt es ja auch damit ab, davon ab, was man unterwegs findet. Und das wird dann hier eingetragen. Das wäre natürlich auch eine Lösung oder eine Idee. Und da wir unterwegs ja auch nur so einen Müll finden, ist das hier natürlich auch nur Müll. Gut, gucken wir mal. Einen Rubinring können wir machen. Der gibt 260. Hier hätten wir aber eine Halskette mit... Oh, hier hätten wir eine silberne Halskette mit 380. 500. 550. Wer bietet mehr? Okay, wir nehmen erstmal 550. So. Dann haben wir hier nochmal 380. Und... Ich mache jetzt nochmal hier ein bisschen was anderes. So, was können wir denn hier noch machen? Eisen. Das kostet immer einen Eisenbarren, 2 Lederstreifen, 3 Eisenbarren, Korundumbarren und Eisenbarren. Gibt das denn dementsprechend mehr? Ich mach's jetzt einfach mal. Nö. Gut. Also es kommt nicht drauf an, was man macht, sondern anscheinend nur wie viele. Auch schade. Und dann machen wir noch ein paar Pelzsachen. So.
Und wir haben ein Level erreicht, aber wir müssen jetzt ein bisschen Leder entfernen und daraus Lederstreifen machen. So, das müsste eigentlich schon reichen. Wieder zur Schmiede kriechen. Und noch ein paar Armschienen herstellen. So pusht man dann die Schmiedekunst. Schmuck haben wir schon hergestellt. Upsa. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen drauf bleiben. Was ist mit Stahl? Also da braucht man dann auch immer Eisen, alles klar. Schmiedekunst auf 57 verbessert. Und ja, das müsste jetzt abgeschlossen sein. Obwohl die Tür auf ist, wenn ihr das euch anguckt. Gehen wir jetzt mal eben wieder nach Briesenheim. Und ich bin eigentlich am überlegen, ob wir nicht die Sachen einfach unten in eine andere, in einen anderen Schrank reinpacken. Dann müssen wir nicht mal nach oben laufen, haben wir das alles schön unten. Außer das, was wir überhaupt nicht brauchen, das kann man ja dann oben lagern. Können wir mal gerade gucken, ob wir noch hier irgendwo so ein Komödchen haben. Sieht aber nicht danach aus. Ah komm, dann lassen wir es oben. Ist ja auch nicht schlimm. Da hinten hätten wir es reinpacken können in den Schrank, aber... Oder hier in die Kommode. Naja, egal. Packen wir es in die Truhe. Wertgegenstände werden halt in Truhen gelagert. Und dann packen wir da mal wieder die Sachen rein. Also die Amethysten. Ach so, jetzt will ich das ausrüsten. Die Barren. Ach, die Drachenknochen haben wir ja auch noch. Die packen wir gleich unten mit rein. Golderz, Granatsteine. Jetzt haben wir wieder Hubbits Überreste. Was war denn damit? Ach so, ist ein Questobjekt. So war das. Lederstreifen können weg. Amethysten können weg. Granatsteine. Jetzt habe ich gerade irgendwas anderes weggetan. Das kann auch weg. Malachit tun wir weg. Mit dem Mondstein können wir auch noch nichts anfangen. Und alles Seelensteine. Und den Metallbarren packen wir natürlich auch raus. So. Jetzt haben wir natürlich hier so viele Kleidungsstücke, ne? 54 Pelzarmschienen. Ja. Achso, wir hatten ja irgendwas weggetan, was nicht weg sollte. Moment mal. Was war das denn? Nö, scheint alles richtig gewesen zu sein. So, und dann packen wir hier in die Kommode oder in den Schrank. Nee. Die packen wir in den Verkaufsschrank, da wo die ganzen Tränke hier auch drin sind. Da gehört's hin. So. Warum können wir jetzt hier unsere eigenen Sachen stehlen? Was soll das jetzt? Naja, ist ja auch egal. Drachenknochen. Ach, ausrüsten. Und was war noch? Mammutstoßzahn. Und das war's. Und dann haben wir noch Bücher. Ups, ja. Jetzt rennen wir auf einmal wieder so. So, und dann hatten wir noch Bücher bekommen. Und zwar das ablegen und das ablegen, weil das haben wir ja alles schon. Und es fehlt nicht mehr allzu viel, dann können wir hier die erste schöne Reihe begutachten, wo dann die Bücher aufeinander folgen, sage ich jetzt mal. So, und jetzt wo wir das hier alles gemacht haben, reisen wir noch eben nach Flusswald. Und dann starten wir genau hier, nachdem ich jetzt hier den Stufen... Ach, da ist wieder unser Pferd. Nachdem wir dann noch die Stufe hier bearbeitet haben,
und nochmal ein bisschen Magicka zu uns nehmen. Und diesmal, was ist das hier? Frostzauber, Blitzzauber, ah ja genau. Nehmen wir die Rune. Haben wir noch ein Level? Nee, ne? Aber ich glaube, wir sind kurz vor der nächsten Stufe schon wieder. Uns fehlt nur noch irgendwas, was dann sich irgendwo erhöht. Auch lustig. Ja, und dann sehen wir uns genau hier an der Stelle wieder. Bis gleich. Tschüss.